Ruine der Hafermühle in Dippoldeswalde stürzt ein. Am Samstagabend drohte die ehemalige Hafermühle einzustürzen. Wir haben einen Einsatzalarm gekriegt, Gebäude droht einzustürzen. Die Feuerwehr Dippoldeswalde ist mit dem Löschzug rausgerückt hier an diesen Ort und haben ein Gebäude vorgefunden, was halb abgerissen ist. Wir haben erstmal Sicherungsmaßnahmen durchgeführt und die Sperrung der Bundesstraße 170 und haben uns dann über die Stadtverwaltung und den Landkreis einen Statiker zur Rate gezogen. Dieser stellte fest, dass das Gebäude einsturzgefährdet ist und die Feuerwehr hat weitere Absicherungsmaßnahmen getroffen. Wir haben eine Firma aus Dresden vor Ort bestellt, die uns den Abriss sofort machen sollte. Da diese Technik am heutigen Abend nicht verfügbar ist, wird es zu einer weiteren halbseitigen Sperrung der Bundesstraße B170 kommen. Die Bundesstraße musste dann am Sonntag komplett gesperrt werden. Dabei kam die Einsturzgefährdung nicht von selbst. Hier ist eine Firma am Werk, die das Gebäude eigenständig abreißt. Und ja, so haben wir es hier vorgefunden. Die Ruine ist seit längerer Zeit vielen ein Dorn im Auge. Aber an so einen spektakulären Abgang hatte niemand gedacht. Das ist eine Sensation, ja. Nach meiner Meinung nach wird es höchste Zeit, dass mal irgendwas passiert hier in Dippoldeswalde, weil das zu lange geht und zu lange steht in diesem Zustand, wie es jetzt ist. Schon jahrelang ist es baufällig und ich denke mal, es ist jetzt Zeit, dass irgendwas passiert. Also ich hatte mich sowieso erstmal gewundert, was überhaupt ist, nachdem mir dann einige Passanten erzählt hatten, dass die Wand rausgebrochen war und ja. Ja, irgendwas passiert, das ist eine Hauptverkehrsschlagart, sage ich jetzt mal mehr oder weniger. Irgendwas passiert, ist besser, man tut von der Stadt her auch sagen, jetzt oder nie. Für die Spezialisten ist die Beseitigung der Überreste nicht einfach. Am Sonntag wollten sie zuerst sprengen, doch dann entschied man sich doch auf dem herkömmlichen Weg mit einem großen Bagger die Gefahr zu beseitigen.